Hallo, meine lieben Freunde. Erstmal hallo, hallo. Ja, ich war gerade duschen. Deswegen sind meine Haare noch ganz schön glatt. Ganz unerwartet, also nicht unerwartet. Ich wusste, dass meine Pakete eins heute und eins morgen kommt. Aber ich war gerade ganz unerwartet und habe hier gerade so genäht. Tja, und jetzt kamen einfach mal die Nerfgang-Videos. Nerfgang-Videos, nein. Nerfgang-Pakete. Von Amazon schön bestellt. Ich weiß nicht, was drin ist. Ich habe vergessen, was ich bestellt habe. Ich weiß es so ungefähr, aber ich weiß nicht mehr die ganze Liste. Um das hier mal ganz einfach zu zeigen. Ich habe hier ein kleines Paket und ein großes. 10 Sachen habe ich bestellt. Das habe ich noch im Kopf. Das ist Brainy noch für da, dass es sich das gemerkt hat. Ja. Dann wollen wir doch gleich mal gucken, was wir denn jetzt so bekommen haben. Ja, ich habe das noch nicht aufgemacht, deswegen müssen wir das jetzt alles mal jetzt machen. Ich bin schon aufgeregt, ja. In den letzten beiden Folgen hatten wir ja, Nerfgang 1 und 2, die Jolt und die X-Driver. Und da habe ich jetzt noch ein bisschen was Neues geholt und ich hoffe jetzt mal wirklich, das, was ich hier aufmache, hier ist auch was Passendes drinne. Weil wenn ich jetzt nämlich den falschen Karton aufmache, muss ich den anderen aufmachen. Und das ist jetzt wiederum blöd. Weil, ja, geht denn der Karton auf? Hier oder wo? Ich verstehe den Karton nicht. Achso, doch hier. Oder auch nicht. Ich mach's einfach kaputt. Ja, ich habe gerade einen Kaugummi im Mund. Entschuldigung. Sorry. Jetzt habe ich's. So. Okay. Ja. So. Ich habe uns eine weitere passende Nerfgun geholt, nämlich die. Ich muss erst mal gucken, welche das ist. Die Endstriker Snapfire. Die kleine Endstriker Snapfire ist es diesmal. Jo. 2 Schuss. Gut. Das tut mir jetzt leid, was jetzt passiert. Ach, wir können vom Glück sagen, dass die Dinger nicht so verpackt sind wie die Jolt. Ne? Sonst müssten wir jetzt hier ewig rumrantieren und ich krieg die. Gebt mir meinen verdammten Schuss! Ich hatte ja schon erzählt, dass wir uns 400 Schuss neu gekauft haben. So. Die Snapfire mit 2 Darts und 2 Dartlöchern. Boah. Man hört übelst die Sprungfeder. Dass die hier echt nichts hatten, ne? Naja, aber gucken wir mal. Die hört sich sogar anders an als die andere. So, die beiden Snap-Dinger, die kann man hier vorne so reinmachen. Was ich dazu noch sagen muss, ich habe alle meine 17 Schuss wiedergefunden. Das wird jetzt später aber ein Problem werden, wenn ich 400 habe. Okay. Leider liegen jetzt hier keine Schuss hier. Ganz einfach wieder. Sie liegt leichter in der Hand als die anderen und joa, komplett orange. Was jetzt? Ja, also so viel dazu. Snapfire. Einfach eine kleine. Ich glaube, die hat 7 € oder so gekostet. Also ist wirklich kein starkes Ding, aber man hört übelst die Sprungfeder. Jetzt muss ich den Schuss wiederholen. So.
Ja, ich denke einfach mal so als neue Nerfgang in unserer Sammlung. Aber ich finde, die hätten da 3 Schuss reinmachen müssen, damit man 2 hier hat und einen hier drin. Aber mal eben für so eine kleine Schlacht, finde ich, die haben sie schon ganz schön cool gemacht. Upsala, was ist denn da passiert? Das Stativ steht doch richtig. Jo. So viel zur Folge Nummer 3. Ja, wie gesagt, ich habe einen Großeinkauf gemacht und ja. Mit der Snapfire ging es jetzt weiter. Cool. Für mich, also jetzt mal wirklich nach meinem Interesse. Ich muss wieder die Kugel holen, sorry. Und wie ich gerade bemerke, ich sehe die eine Kugel nicht mehr auf dem Boden rumliegen. Ich habe hier heute sogar aufgeräumt, weil nachher noch meine Fuchsfreundin kommt. Jo, und ja. Also ich muss mal zu der Snapfire Endstrike Nerfgang Snapfire, muss ich mal sagen. Für mich sieht die aus wie eine Leuchtpistole. Wirklich so. Ruf Hilfe! Ja, für mich ist das eine Signalpistole. Ja. So viel zu der dritten. Zu der dritten Nerfgang und meiner kleinen Sammlung. Viel gibt es dazu nicht zu sagen. Jo. Na dann, Leute, und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein!